So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von How to Not Play dieses Spiel. Aber ich probiere es halt einfach, ne? Ich sehe, dass der Titan super teuer ist und sehr lange braucht zum Bauen, aber er ist halt auch saumäßig stark. Ich glaube nur nicht, dass ich ihn aufbauen werde Comlink aktiv. können. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Hier, die KI, die splittet sich so dämlich. Schon viel besser. Das wird unsere Glanzstunde. Ist nicht gut. Das ist halt das Problem. Jetzt kämpfen sie hier gegen eine Über... Also die KI splittet sich so dämlich. Hier haben sie verloren, hier habe ich verloren, hier haben wir verloren. Ist nicht so super. Aber ich verstehe so langsam, was die KI so ein bisschen macht. Sie haben zwei Spieler, die extrem aggressiv einfach nur auf Truppen gehen und ein dritter, der dann eher so auf Tech geht, vermute ich jetzt mal. Comlink aktiv. Aber wie gesagt, ich könnte wirklich hier einen Guide Alliierte oder was Verstärkung brauchen. ist eingetroffen. Irgendwas, wo mir sagt, gut, das mit den Piraten am Anfang war mein Fehler, das war dämlich, aber davon abgesehen müsste ich schon wissen, ja, was geht hier eigentlich ab? Na? Was muss ich wie machen, Unsere damit das Flotte hier wird angegriffen. funktioniert? Den Hauptplaneten zu verlieren war schon sehr teuer, habe ich das Gefühl. Das ist lustig, dieser Verbündete Truppen erdähnliche werden Planet angegriffen. hat bloß 30 Leute Platz. Das ist nicht viel. Ich kann aber das Zeug hier zerstören. Wenn ich das zerstöre, Alliierte Verstärkung vielleicht ist bekomme ich noch ein eingetroffen. bisschen Geld zurück. Unwahrscheinlich, aber ich kann es probieren. Einfach ausprobieren. Kampfbereit! Jawohl, Bitte. Commander! Sofort! Töte die Lilanen. Wow. Ja, genau das ist das Problem. Hier greifen sie jetzt auch krass an. Klar, also was ich hätte machen können, ist das ganze Geld, das hier in die Forschung gegangen ist für den Titan, hätte ich in Truppen stecken können. Aber ich dachte mir, schnell auf den Titan zu gehen, wäre schon nice, aber das funktioniert nicht. Das ist keine sehr gute Strategie, habe ich das Gefühl. Weil schaut mal, wie lange ich noch brauchen werde, bis ich da hinkomme. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Hier verlieren wir jetzt auch, kommt, wir verlieren halt an jeder Stelle. Also wie muss ich das machen? Wenn, ich weiß, es gibt ein, zwei Leute von euch, die das Die anschauen, Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind die auch unten. wirklich Ahnung haben. Und da wäre es tatsächlich Unser nice, wenn Planet mir ist jemand einen belagert. Guide schreiben könnte. Aber nicht nur macht das und das und das, sondern auch mit einer Erklärung. Warum ist das gut? Wieso sollte ich das tun? Und so weiter. Worauf sollte ich achten? Was ist gut? Welche Openings gibt es? Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe auch keine Zeit, mir jetzt so Guides von 10 Seiten durchzulesen, weil ich mitten im Klausurenstress bin. Danach kommt die Bachelorarbeit. Aber wenn hier so stichpunktartig, ja, als erstes gucke nach diesem Planeten zum Alliierte Beispiel, Verstärkung ist schau eingetroffen. nach einem erdähnlichen oder so. Dann nimm ihn ein, bumm. Dann forsche das, Verbündete das und Truppen werden das. Dann mach angegriffen. dies und jenes. Steuere die KI so und so. Einfach, dass ich halt so ein bisschen einen Überblick habe, was muss ich machen und so ein bisschen verstehe, warum. Es gibt mit Sicherheit eine Strategie, wie man relativ safe schnell auf einen Titan kommt. Weil der Titan würde das hier auch alles kaputt hauen. Haben wir ja gesehen im letzten Versuchsspiel. Aber hier habe ich gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun soll und wieso und Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. wie. Bei meinem Großkampfschiff geht es auch kaputt. Zum Beispiel hier. War das das richtige Großkampfschiff? Ja oder nein? Keine Ahnung. Was ich weiß, ist, sofort auf den Titan zu tacken funktioniert nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ich weiß halt nicht, wie hätte ich diesen Angriff auf meinen Hauptplaneten verteidigen können. Also was hätte ich tun müssen? Welche Truppen hätte ich ausbilden müssen?
wo hätten sie stehen sollen, welche Verteidigungsanlagen hätte ich bauen müssen und so Zeug. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Weil es gibt 1, 2, 3, 4 Wege, die wir verteidigen müssen. Na? Genauso wie beim Gegner hier. 1, 2, ja guck, der hat plus 3. 1, 2, 3. Das heißt, der ist eigentlich besser aufgestellt. Gut, wenn wir das hier halten würden, hätten wir 3. Aber das ist halt auf deren Seite und das auf unserer Seite ist das Problem. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie verteidigen können. Weil Geld kriege ich keins mehr. Seht es, das Geld ist rückläufig. Ich glaube nicht, dass ich noch auf den Titan kommen werde. Meine KI hat hier auch nichts mehr. Deswegen werde ich das jetzt hier beenden. Es lohnt sich so nicht. Ich muss das irgendwie anders probieren. Und da bin ich noch echt unschlüssig, wie das am besten funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwie muss es aber gehen. Also irgendwie muss das gehen. Ich probiere es nochmal. Es muss machbar sein. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich gehe eine Schwierigkeit runter, aber das will ich gar nicht. Ich will das schon gescheit machen. So. Also irgendwie muss das gehen. Jetzt schauen wir mal. Also ich glaube, dass es kein Fehler ist, hier die Dinger zu bauen. Das sollte erstmal kein Fehler sein. Es ist mit Sicherheit auch kein Fehler, eine Aufklärerfregatte zu bauen. So. Es macht wahrscheinlich sehr viel Sinn, am Anfang eine große Werft zu bauen. Machen wir das einfach. Wenn mal. Da was ist, werde ich es finden. So. Dann schauen wir uns unterwegs den Planeten an. Ich muss mich da halt reinfuchsen. Das Spiel ist anspruchsvoll. Vielleicht muss ich viel mehr auf Truppen gehen, dass ich sage, okay, ich brauche eine große Armee, Flotte, Armada, whatever. Und muss nur dahinter Stück für Stück ganz langsam mich aufbauen. Wenn da was ist, werde ich es finden. Ich weiß es nicht. Sie suchen etwas? Das könnte aber sein. So, der scoutet hier, also gehe ich dort hoch. Ich muss jetzt mal wirklich gucken, dass ich hier ein bisschen intelligent spiele. So, da kriege ich Zeugs. Das gefällt mir zumindest schon mal ganz gut. Also, Kolonieschiff. Bauwerk komplett. So. Panzerkreuzer, den hat der andere gebaut, holen wir uns den auch. Asteroidengürtel, so nicht schlecht. So, gehen wir da rüber. Was wollen Sie wissen? Okay. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Ah ja, ein Eisplanet. Kann ich mir am Anfang nicht holen, ist zu teuer. Wohin jetzt? Gibt's also später. Unterwegs. Vielleicht hat sie einen erdähnlichen, dann kann ich mir den vielleicht holen. Mal schauen. Neue Horizonte erwarten uns. So, der kann das noch nicht machen. Der kann noch nicht darüber gehen, das geht nicht. Also ich könnte, aber es wäre dämlich. Na. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. So. Genau, da hat es den erdähnlichen Planeten. Zeigen Sie mir die Richtung. Was wollen Sie wissen? Sie suchen etwas? Müssen wir mal gucken. Ich würde hier gern Zeugs bauen, aber ich glaube, das wäre grundlegend falsch. Aber ich glaube, ich baue mal ein Militärlabor und gehe dann auf irgendeine gute Dingsbums. Jetzt nicht das, aber zum Beispiel. Genau. Bauwerk komplett. Sowas zum Beispiel. So. Müssen wir mal gucken. Also ich muss da jetzt wirklich schauen, weil das ist schon. Schon nicht einfach, sagen wir es mal so. Das ist definitiv knifflig.
muss leider gerade noch eine andere Sache nebenbei machen, deswegen werde ich immer wieder rauswitschen müssen. Das kann ich gerade auch nicht wirklich verhindern, weil am anderen Ende sitzt leider eine Person, die mich jetzt gerade angeschrieben hat und da muss ich raus. So, genau. Stark gegen Fregattenkreuzer, dududum, bum bum bum. Also bauen wir. Zack, dahin. So. Okay, so, jetzt lass mich kurz gucken. Okay, so, passt. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Ich will halt diesen Modus schaffen. Ich bin jetzt so ein bisschen ehrgeizig. Deswegen frage ich auch nach Hilfe. Also, ich bin nicht so, dass ich sage, ja, Laberei und bringt alles nichts, sondern ich will schon wissen, was, warum. Zeigen Sie mir die Richtung. Aber es muss halt auch ein bisschen begründet sein. Es ist einfach nur heiß, weil, bumm. Das ist nichts, was ich wirklich akzeptieren kann. Das ist das Problem. Aufgepasst. Beziehungsweise halt schlecht. So, den hat er sich gegriffen. Bauwerk komplett. Ist jetzt natürlich doof für mich. Höchste Zeit. Aber gut. Fahren Sie fort. Dann läuft. Dann hat er das halt eingenommen. Es wird Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. So. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Ha, ich werde wohl kaum... Na gut, in 50 Minuten kann viel passieren, ne? Alle Energie auf den Sprungantrieb! Dann warten wir mal. Zeigen Sie mir die Richtung. Also, das hat er sich gekrallt. Ist in Ordnung. Eisplanet, Eisplanet, erdähnlicher Planet. Den hätte ich schon auch gern, aber den werde ich mir so erstmal noch nicht holen können. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Jawohl, Commander. Asteroiden. Das haben die eingenommen. Das werde ich einnehmen. Metall und Kristall. Ist hier überhaupt ein Gegner? Nein, perfekt. Dann kann ich nämlich gleich erledigen Sie das schnell, falls dorthin Sie das Wohlwollen gehen. Der Unity gewinnen möchten. Ja. Bestätigt. Eigentlich kann ich gleich hier runter. Was wollten die? Ah, das sind die Gegner. Das werde ich nicht tun. Für die Gegner mache ich gar nichts. Nein. So, da bauen wir jetzt ein paar Fregatten. Forschung abgeschlossen. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Es würde zwar Sinn machen, aber ich kann es nicht. Logistik, Zivilinfrastruktur macht schon Sinn. Die macht wirklich Sinn, die sollte ich mir auch möglichst bald holen. Wohin, Commander? Genau, der geht da hin und macht es. Zeit ist knapp. So, ihr springt zusammen. Ja. Ich kaufe jetzt nichts. Ich warte jetzt ab. Und dann schauen wir mal. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Genau. Schilde holen wir uns danach noch. Und Hülle und so weiter. Dann spielen wir jetzt eine andere Strategie. Falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Nein, will ich nicht. So. So. Dadurch gibt es nämlich viel mehr Geld. Also den, glaube ich, das Upgrade lohnt sich, glaube ich, wirklich. Rest muss man sehen. Orange ist böse, glaube ich. Ja, okay. Geben Sie mir doch mal was zu tun! Du darfst da ruhig weiter hier das Zeug einnehmen. Forschung abgeschlossen. Kann eingenommen werden, genau. Will ich auch, bitte. So. Raketenfregatte wäre auch noch gut, aber dafür brauche ich ein zweites Labor. Und das geht gerade nicht. Noch nicht. Vielleicht geht's bald. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Müssen wir mal schauen. Zeit ist knapp. Hier leveln wir jetzt erstmal ein kleines bisschen, glaube ich. Vermute ich zumindest. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Die sind so gut wie erledigt.
Lade so. Waffen auf! Rest müssen wir uns anschauen. Ja, 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 der will sich das hier holen. Aber das werde ich verhindern. Gibt's was für mich zu tun? Sie sind der Boss. Also das lasse ich hier mir nicht gefallen. Übermittlung empfangen. Nee, nee, ich hol mir das. Spiel mal halt ein bisschen aggressiver. Ist auch in Ordnung, ne? Dann spielen wir halt ein bisschen aggressiver. Planetenentwicklung abgeschlossen. So, nächstes Upgrade. Halt, ich glaube, ich hole mir das da zuerst. Wir benötigen eine Titanwerft. Ja, das habe ich letztes Spiel probiert, hat nicht funktioniert. Nee, nee, Titanwerft brauchen wir noch nicht. Eisplanet hätte ich sehr gerne, geht aber noch nicht. Muss ich warten. Muss ich ein bisschen warten. Wohin, Commander? Übermittlung so, empfangen. Den holen wir uns. Na, endlich! Geben Sie mir doch mal was zu tun! Verbündete Truppen werden angegriffen. Würde mich mal interessieren, warum die so komisch durch die Gegend fliegt, aber ist auch erstmal egal. Der levelt noch. Passt. Obwohl ich hier eine Korvette verlieren werde, so wie es ausschaut. Na gut, dann machen wir eine neue. Sobald es halt kaputt ist, ne? Weitere Forschung nötig. Ja, ja, gleich. Weitere Forschung nötig. Gleich. Weitere Forschung nötig. Weitere Forschung nötig. So. Lebt ja immer noch die Korvette. Interessant. So, jetzt ist sie kaputt. Bauen wir neu. Erwarte Befehle. So, das holen wir uns zurück. Gibt's was für mich zu tun? Schnappt sie euch! Vielleicht können wir den hier töten, den Lotsen. Ist dann auch nicht schlecht. Alles, was Schaden macht, ist gut. Geben Sie den Befehl! Und danach das da. Und danach das da. Schnappt sie euch! Angriff! So. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Mhm. Nur schnell! Müsste immer noch passen. Sobald mir das alles gehört, schicke ich den einen darüber. Na, endlich! So. Also, eine zivile Forschungseinrichtung. Ich mache das jetzt ein bisschen moderat. Dass ich auch so ein bisschen hier forschen kann mit mehr Extraktoren und sowas. Ich glaube nämlich, das ist schon hilfreich. So, na, hier so ein endlich. Bisschen. So. Alle dorthin. Moment, das ist riskant. Sehr gut! Weil das ist teuer. Wenn ich hier verliere, ist es teuer. Was soll zerstört werden? So. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Übermittlung empfangen. So. Nur schnell! Gibt's was für mich zu tun? Runter und Sie dahin. Sind der Boss! Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Nope. Okay, was machen wir als nächstes? Ich muss jetzt ein bisschen gucken. Okay, das können wir auch nochmal forschen, das passt schon. Ich hätte wirklich gern den Eisplaneten. Brauche aber eine zweite Forschungsstation, habe ich nicht. Könnte ich aber bauen. Wenn ich das Geld hätte. Habe ich aber nicht. Verbündete Truppen werden angegriffen. Jetzt dann vielleicht. Ja. Mehr Kristalle benötigt. Weil dann holen wir uns diesen Planeten. Wohin, Commander? Zeit ist knapp. Genau. Höchste Zeit. Fahren Sie fort. So. Aber ich bilde auch noch Truppen aus, also so ist nicht. Ich hör jetzt nicht wieder auf und gehe sofort auf den Titan, das war Müll. Schauen wir noch. Ich werde als nächstes dann das Flottendingsbums bauen müssen. Ist teuer, hilft aber nichts. Ich brauche es, ich muss mir Truppen ausbilden. Außerdem sollte ich bald anfangen. Ja, genau, hier so. Korvette und so. Ich will die Raketenfregatte. Dafür brauche ich dann allerdings das zweite Teil. Zusätzliche Credits benötigt. Oh, das haben wir gleich. Die ist sehr günstig, die Korvette. Das gefällt mir. Korvette. Die ist sehr günstig. Befehle. Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. So. Irgendwo hier gab's das doch, oder? Wo war denn diese Übersicht? Hier gab's irgendwo mal eine Übersicht.
wer wo wie gut ist, glaube ich, aber ich finde es ja gerade nicht mehr. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Wohin, Commander? Das sehen wir alles gleich. Was jetzt? Zeit ist knapp. So. Bauen wir noch zwei Dinge. Flotte ist eingetroffen. Moment, stopp. Machen wir nicht, Forschung weil... abgeschlossen. Ich möchte gern den Eisplaneten haben, ja. Genau. Ah, das hat er sich geholt. Dann brauche ich den Eisplaneten. Was soll zerstört werden? Ah, der holt sich den Extraktor zurück. Böse. Phasensprung initiiert. Höchste Zeit. Gut. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. So, arktische Ausbeute. Okay, das können wir ein bisschen kaufen. Das können wir ein bisschen verkaufen. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Ja, der hat schon wieder so ein Metalldingsbums weggenommen. Und das Wurmloch ist auch ziemlich egal. Zusätzliche Credits benötigt. Na komm. Zusätzliche Credits benötigt. So, die gehen da hoch. Also ich versuche das jetzt wirklich ein bisschen klüger zu spielen. Erwarte Befehle. Ob das gelingen wird, muss man sehen. Zeit ist knapp. Okay, den hat er eingenommen. Ich hätte gern diesen Planeten. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Aber das sehen wir auch gleich. Erstmal den holen und dann den und dann holen wir uns das zurück. Ja. Unsere Flotte wird angegriffen. Oh ja. Das macht alles nichts. So, wir können wieder was forschen. Dann forschen wir beim Angriff die Hüllenverstärkung. Ja. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. So, Piraten, die sind jetzt ganz wichtig. Auf den gelben. Aber da kann man leveln. Das sollte ich nicht unterschätzen. Wenn die Piraten hier dann angreifen, dann schicke ich meine Truppen dahin und dann level ich einfach ein bisschen. Endlich. So ist zumindest der Plan. Fahren Sie fort. So. Zivil wird geforscht und da wird geforscht. Das passt also. Und das passt auch. So. Kann ich hier noch was bauen? Nein. Okay. Wohin, macht aber nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Verbündete Truppen werden. Bauen wir nochmal zwei Dinger. Ich baue jetzt eine große Flotte auf. Auch wenn sie bloß aus diesen Stilett-Korvetten besteht. Vorerst, aber das reicht mir. 1000. Irgendwer hat gezahlt, dass der Gegner angegriffen wird. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Dann müssen wir mal gucken, was sich damit tut. Bin ja schon unterwegs. Aber ich glaube, das läuft jetzt um einiges besser. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ah, schaut's an. Aber das wird man dann schon sehen. Nur schnell! Geben Sie mir doch mal was zu tun! Na, endlich! So. Und weg sind wir! Was soll zerstört werden? Erwarte Befehle. Nimmst du diesen Planeten jetzt bitte ein? Jawohl, Commander. Forschung abgeschlossen. Wie lange dauert denn das noch? Erwarte Befehle. Müssten wir doch jetzt haben, oder? Eben, Moment. Zusätzliche Credits benötigt. Das gefällt mir aber. Das passt. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Genau. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Forschung abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich ein zweites Stone-Schiff... Okay, der hat den eingenommen. Dann hole ich mir den da. Ja, dann bauen wir jetzt ein zweites Schiff. Eine neue Kolonie wurde gegründet. So. Läuft. Und gehen dahin. Und den schicken wir dahin und sobald die Befehle raus sind, hören wir auf. So ist jetzt der Plan. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Warte. Befehle. Jawohl, der fliegt dahin. Nee, der läuft. Fliegt da. Jawohl, da, Commander. Da. Übermittlung da. Empfangen. Und dann läuft. Da. Das muss sein, der braucht nämlich ein bisschen Vorlaufzeit. So. Neue Horizonte erwarten uns. Und der geht da hoch. Empfangen. Irgendwas wollte ich bauen oder forschen. Zusätzliche hier Credits genau. Benötigt. Oder hier, je nachdem. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So, komm. Ein Ding noch schnell bauen. Forschen, forschen, forschen und gut ist. Ich könnte auch hier die zivile Dingsbums. Das macht auch Sinn.
Die Kosten verringern. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ja, wir machen die Kostenverringerung. Abgeschlossen. Die macht nämlich auch Sinn. Zusätzliche Credits benötigt. Wüstenkolonie brauche ich nicht. Das wäre auch ziemlich gut. Mehr Bevölkerung. Aber okay. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So, und damit speichern wir ab. Und dann sollte das dieses Mal womöglich besser laufen. Und Tipps bitte in die Kommentare mit einer kleinen Erklärung, damit ich das Spiel verstehen lerne. Weil jetzt bin ich ehrgeizig. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es sehr war, aber na gut. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, bis dann, ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.